Einen wunderschönen guten Morgen alle zusammen. Heute zeige ich euch, wie ich USB-Platten auf den Boden verlege. Leider Gottes hatte ich vor kurzem einen Datencrash am PC. Ich habe alles Schritt für Schritt bereits erklärt, wie ich angefangen habe, den Boden zu verlegen. Leider so ziemlich erst am Ende kann ich euch zeigen, wie ich das eigentlich gemacht habe. Das ist das vorläufige Ergebnis meiner Handlung und wie ich das Ganze gemacht habe, erkläre ich euch jetzt. So, als erstes habe ich begonnen, die erste Platte an der Wand auszurichten mit solchen 0,5er Holzkeilen. Genau, ich habe die Keile so ausgelegt, zwei in der Breite und zwei in der Länge. Und von so aus habe ich dann die erste Spannplatte fixiert und die Keile einfach rausgenommen und fortlaufend nur an der Wand entlang mit den Keilen weitergearbeitet. Wie ich das festgebohrt habe, das Ganze, zeige ich euch jetzt. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass die vorherige Platte, dass das die Platte Nummer 1 ist, bei der wir nun anschließend, also weiter schwimmend verlegen. Und dann setzen wir jetzt mal die zweite USB-Platte einfach mal auf. So, ihr könnt ein bisschen anheben hin und her, wenn die Platte nicht sofort federnwohnt zusammen abschließt. Dann, um möglichst diese langen Spalten zu vermeiden, benutze ich wie beim Laminatlegen so ein Zieheisen. Nur mit dem Unterschied, das zeige ich euch jetzt gleich. Gut, nur mit dem Unterschied, dass ich dieses breite gebogene Stück nicht auf die Feder setze, sondern hier einfach an der Kante. Weil würde ich jetzt so ansetzen und feuchtfröhlich mit dem Hammer drauf loshauen, beschädige ich die Außenkante. Und das ist dann beim Zusammenführen von Feder und Nut beschissen, weil es dann anfängt zum Splittern und ja, dann habt ihr ein Problem und müsst wieder davon was ausschneiden, nachkorrigieren. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Also wie gesagt, ich benutze dies hier und lege es erstmal mittig von der USB-Platte an. Also die Platte hat ungefähr 1,70er Länge. Also setze ich es genau in der Mitte bei ca. 85 cm an. Aber es geht nicht auf Zentimeter genau. Das ist jetzt wurscht. So. Und das gleiche auf der anderen Seite. Und zwar, hier auf der anderen Seite ebenfalls ungefähr mittig setze ich wieder an. Genau, und gehe und balanciere dann die Krater aus. Wie man sieht, es passt meines Erachtens fast. Deswegen klopfe ich rechts Mitte noch etwas nach. Ja. Okay. Ihr seht, super sauber abgeschlossen. Und nochmal hier. Also in der Längsrichtung,
da passt es noch nicht so hundertprozentig, wie ich das haben möchte. Deswegen klopfe ich einfach mal nach. Wundervoll, so soll es sein. Nicht erschrecken, dass eventuell irgendwo es nicht sauber abschließt, weil die Platten, die gehen ja nicht überall Millimeter exakt, also laufen nicht entlang. Von daher bei USB ist es scheißegal, wenn jetzt da ein paar Millimeter Luft sind, aber ich versuche es trotzdem immer möglichst genau präzise zu verlegen. Okay, und nun bohren wir. Ich werde nun die Spannplatte auf 8 verschiedenen Punkten festschrauben, und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6 und Mitte einmal, Mitte einmal. Das soll dann möglichst die Schallbrücken, also sprich dieses Klack-Klack beim Gehen, verhindern oder minimieren zumindest. So, die Mitte müsste ungefähr circa, es geht wieder nicht auf Zentimeter genau, nur ungefähr. So, 1, 2. Beim Bohren immer darauf achten, wenn ihr die Platten genau wie ich verlegt auf so einen uralten Holzboden, da müsst ihr aufpassen, wie die Latten verlaufen. Also niemals in die Fuge. Moment, vielleicht könnt ihr das nicht richtig sehen. Probieren wir es etwas näher. Und zwar, jetzt sieht man schön. Bitte niemals hier bohren. Das ist ein No-Go, weil da wird eure Schraube nicht halten. Ich gehe persönlich immer so mittig da oder da halt. Also immer Mitte von da. Von der Holzlatte bohren, niemals hier an dieser Stoßkante, wo die Latte auf Latte verschraubt worden ist. Gut, bohren wir hier nochmal. So, und in dieser Hälfte, wo wir die 4 Löcher haben, bohre ich mittig von den 4 nochmal ein Loch für die 5. Schraube. So. Und hinten machen wir noch 3 Löcher, genau. So, und zwar hier einmal ungefähr. Dann hier ungefähr. Und wieder von den 4, also von dem Loch und diesen 2 nochmal das 5. Loch in der Mitte. So ungefähr hier. Gut, jetzt würde wahrscheinlich der ein oder andere sagen, jetzt legen wir los, spaxen wir die Schrauben rein. Jetzt zeige ich euch dann gleich, was passiert, wenn ich jetzt direkt auf die Löcher die Schrauben befestigen werde. Und zwar würde dann das Ganze, ich zoome einfach jetzt mal ein bisschen ran. So, jetzt. Genau. Wenn ich jetzt hier einfach loslege, auf das Loch die Schraube einzuschrauben. Jetzt rein theoretisch. Ich mache es jetzt bewusst falsch für euch. So. Was ist geschehen? Gar nichts. Beziehungsweise absolut schlecht. Da die Schraube
Nun, Moment, jetzt muss ich noch mal kurz rauszoomen, weil ich jetzt ziemlich nah hinhalt. So, ungefähr jetzt, oder? Genau. Jetzt könnt ihr sehen, dass natürlich der Teller, der Schraube, nicht ganz mit der Holzlatte abschließt. Das ist jetzt für uns unheimlich schlecht, da ja obendrauf die Dampfsperre kommt fürs Laminat. Deswegen zeige ich euch, wie ich dieses Problem löse. Ich benutze hierfür, gut, die meisten Handwerker kennen es, es ist keine Weltsensation, aber trotzdem für jemanden, der sowas noch nie gemacht hat, wahrscheinlich unheimlich hilfreich. Moment, jetzt nehmen wir mal kurz die Schraube mal schnell raus. So, raus mit der Schraube. Und zwar benutze ich dieses Wunderteil, das nennt sich ein Kegelsenker. Wie man sieht, er ist, also dieser Bohrer, dieser Kegelbohrer, der ist kegelförmig gebohrt, was uns dann verhilft, einen Krater auszuschnitzen für den Schraubkopf. Das zeige ich euch jetzt, wie das dann in der Praxis aussieht. Ich nehme jetzt etwas von der Spannplatte vom Material ab. So, ich meine, das müsste reichen. Aufpassen, nicht zu viel, weil wenn ihr zu viel abträgt, könnt ihr das sehen, jetzt habe ich eine Mulde geschaffen für den Schraubkopf. Tragt ihr zu viel von dem Material ab, ist natürlich die Bohrung an dieser Stelle komplett für den Arsch. Ihr habt dann die Platte an dem Punkt zerstört, weil die Schraube dann die Platte abreißen kann. Also durchwetzt, genau. So. Dann schrauben wir mal fest. An dieser Stelle war nun das Holz beschädigt. Also die Latte, die hat irgendwo anscheinend schon einen Sprung gehabt und hält deswegen die Schraube nicht fest. Also das war jetzt ein schlechtes Beispiel, weil wie ihr seht, die Schraube dreht durch, was sie nicht sollte. Normalerweise sollte da Ende sein, seht ihr? Aber um nochmal darauf zurückzukommen zum Versenken der Schraube, wie man sieht, es ist so gut wie bündig mit der Holzlatte. Ich zeige euch nochmal das Muster an einem anderen Beispiel. So, hier seht ihr die Mulde für den Schraubkopf und rein damit. Wie ihr seht, absolut bündig mit der Spannplattenoberfläche. So könnt ihr dann die Dampfsperrfolie oder die herkömmliche Trittschalldämmung verlegen und dann obendrauf den weiteren Bodenbelag. In meinem Fall kommt ein Laminatboden drauf. Wie gesagt, immer aufpassen, nicht zu viel von der Spannplatte abtragen. Oder?
kurze Brett habe ich bewusst nur mit 5 Löchern durchgebohrt, da eben weniger Fläche zum Fixieren ist. Nicht schlecht aus. Nun ist unser Zimmer fast ganz fertig. Nur noch dieser kleine Spalt ist übrig geblieben. Da freut sich jeder Heimwerker darüber, dass er kerngesunde Spannplatten auseinanderschneiden muss für diesen kleinen Spalt. Aber es lässt sich nicht vermeiden, deswegen schraube ich jetzt die abgesägten Platten rein, beziehungsweise erst wird vermessen und dann gesägt und wieder verlegt. Als Maß nehme ich hier die äußerste Seite rechts und die äußerste Seite links und dementsprechend schneide ich mir dann die Platte entlang. Also wir haben jetzt hier einmal knappe 13,5. Jetzt lasse ich ungefähr noch einen halben Zentimeter aus, dann wären wir bei ca. 13. Das ist aber auch noch sehr knapp berechnet, da ja der Boden nicht überall, also die Wand nicht immer exakt verläuft. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal 12,5 auf der Seite und hier haben wir 14, dann nehmen wir 13. Genau. Alles klar. Noch der Hinweis, ich habe angefangen hier mit der Nut, Feder, Feder und immer hinten die Nut. Also Nut, Nut, Feder, Feder und dementsprechend immer weiter verlegt. Super, ich habe mir nun die Platte schon so zurechtgelegt, wie ich sie brauche. Also hier von der Ecke, wie bereits erwähnt, 12,5 und hier gehe ich mit 13 cm raus. Das vermesse ich nun nochmal auf der Platte. Als Lineal XXL nehme ich so eine Holzlatte einfach und richte sich hier aus. Das ist ein Tipp von mir. Wer es machen will, es sehr genau haben möchte, der andere sagt, ah, ich kompliziere, das ist zu genau alles. Ich benutze noch Schraubzwingen, damit hier wirklich nichts verrutscht. So, jetzt. Wunderbar, natürlich nicht zu fest, dass ich die Spannplatte nicht beschädige und richte das Ganze ebenfalls mit einer Schraubzwinge auf der anderen Seite aus. Also nehme ich die Holzlatte, schiebe es auf den Strich, den ich eingezeichnet habe. Und fixiere es. Das ist natürlich ideal, wenn man alleine ist und keinen Helfer hat. Seht ihr, mein Lineal ist festgeschraubt und kann nun den Strich mit nur einer einzigen Hand entlang ziehen. Geniale Sache und absolut einfach. Die Spannplatte etwas weiter nach vorne, dass ich jetzt beim Schneiden nicht den Tisch beschädige. Darauf bitte immer achten, dass unten genug Luft ist. Und
beginne dann wieder zum Fixieren an, da ich ja alleine bin und mir niemand hilft. Ihr braucht mich nicht zu bemitleiden, bin ich selber schuld. Ich muss ehrlich zugeben, ich arbeite am liebsten alleine, weil ich weiß, wenn ich was mache, dann passt es. Und wenn es nicht passt, mein Gott, dann weiß ich, ich war selber schuld. Aber es gibt für mich nichts Schlimmeres, wenn ich jemanden an irgendeine Aufgabe ranlasse und er vermurkst es, das macht mich fuchsig, da könnte ich durchdrehen. Das kann ich nicht haben. Ja, das hält. Noch ein Tipp von mir. Kleine Flächen, ich sage jetzt mal so kleine Eckstücke oder so, wenn ihr nur ein Eck ausschneiden müsst, empfehle ich persönlich, so wie ich es immer mache, eine ganz normale Standardstichsäge. Für große Flächen werdet ihr gleich sehen, weil ich schneide jetzt kerzengerade die Latte durch. Hierfür nehme ich eine Handkreissäge. Ihr werdet gleich sehen, es geht ratzfatz. Sind wir hier durch? Und ganz, ganz wichtig, aufpassen auf Finger, weil die sind schneller weg, als ihr denkt. Und natürlich Augen schützen, weil Späne rumfliegen wird, beziehungsweise Holzsplitter rumfliegen werden. Schützt eure Augen, ihr habt nur zwei, denkt daran. Das ist die Latte. Nut. Feder gibt es nicht mehr. Die habe ich natürlich abgeschnitten. Und hier nochmal am Eck Nut. Und die Feder zum Weiterverlegen. Made it, work it.